Es gibt wenig Menschen, die sich nicht verstellen, sondern einfach das leben, was sie sind. Genauso ist Martin Lang. Und es kommt noch besser. Er kann diese Einstellung in seinen Bilder übertragen. Was dann zu sehen ist, sind Bilder, die die Zeit vergessen haben, die Gegenwart sind und gleichzeitig Spiegel der Vergangenheit. Ausgewogen in Strich und Farben, Augenblicke zwischen Traum und Realität. Hier scheiden sich die Geister. Manche meinen, seine Bilder seien mehr Skizzen. Weit gefehlt. Wirklich, man muss genau hinsehen. Mit Augen, Verstand und Herz. Nur so wird man den Bildern gerecht. Es sind Impressionen, die oft lange in der Vorstellung gewartet haben. Vielleicht sogar einen Sommer lang, um dann in den ruhigen Monaten des Winters auf dem Papier Gestalt zu bekommen. Dann kann man mit dem Weinbauern Martin Lang durch die Ortschaften gehen oder in die Weinkeller abtauchen. Hunderte von Bildern dokumentieren diese Erinnerungen. Es steht nicht der Wein im Vordergrund, sondern die Freundschaft. Das merkt jeder, der Martin Lang persönlich kennenlernt. Da malt ein Philosoph. Man muss sich in die Bilder einfühlen. Landschaften, Pflanzen, Tiere und Menschen ergeben eine Welt, die Freude lebt, uneingeschränkte Lebendigkeit und ein Wissen um Gott und Ewigkeit. Diese Bilder sprechen, erzählen, zeigen, dokumentieren, interpretieren. Vordergründig sind es Gesichter, aber schau genauer hin. Es sind Schicksale, Lebensläufe, Leid, Freude und Freundschaft. Das ist er, dieser Martin Lang, ein Chronist seines Ortes, seiner Zeit, seiner Menschen. Darum wünsche ich mir, dass er weiterhin mit den Bildern lebt und zusammen mit seiner Frau Gedanken austauscht und Erinnerungen und sie dann zu Bildern verdichtet. So entsteht seine Kunst.